Nächtliche Grüße aus Kakariko. Willkommen wieder zurück zu Twilight Princess HD und das nachts. Wir werden allerdings nicht lange hier bleiben, denn wir wissen bereits, wo wir hin müssen, um Ilias Erinnerung zurückzubringen. Wir haben zuletzt nämlich eine Schnitzerei gefunden und als wir die Ilie gezeigt haben, ist ihr tatsächlich eingefallen, dass sie scheinbar irgendwann mal wo mit jemandem eingesperrt war und diese Person braucht aber immer noch Hilfe. Und jetzt hat dann Don Goron gemeint, also Don Goron, der Goron-Älteste, der ist jetzt auch nämlich drin, gemeinsam mit Groger war der da drin und der hat erkannt, ja, die Schnitzerei stammt wohl vom Volk der Shikar und die haben ja vor langer Zeit mal den Königshaus im Verborgenen gedient. Es gibt offenbar auch ein Dorf, in dem die gelebt haben und das ist auf der Karte da oben, wo jetzt die rote Fahne ist, dort erwartet uns nämlich Groger schon. Und dieser kleine schwarze Fleck hier, wenn man das so ein bisschen erkennt, man sieht auch schön, dass das ein Weg hingeht, das ist dieses Dorf und dort werde ich auch meine letzte Geisterseele von Eldin finden. Dann habe ich da auch alle 8 gefunden. Und das heißt, am besten warten wir uns jetzt mal zur Eldin-Brücke, von dort aus ist es ja dann nicht mehr so weit. Also bitte warten. Zur Eldin-Brücke. Es wäre jetzt natürlich sehr praktisch, wenn ich sofort, wenn ich dort ankomme, mir die Geisterseele auch direkt holen kann. Ich weiß nämlich genau, wo die ist. Aber ich weiß nicht, ob wir die sofort schon bekommen können oder ob wir da erst dieses Ereignis abschließen müssen. Ob die vorher schon da ist, weiß ich nicht. Das werde ich aber dann eh sehen. Deswegen beeile ich mich nur, damit es noch schön Nacht bleibt. So. Das ist jetzt nämlich gleich hier vorne. Ich bin ja hier schon einmal gewesen. Weil ich auf der Suche nach Geisterseelen war. So, apropos, ich könnte mir hier mal mein Snipergewehr mal zusammenbauen. Hier mein Sniperbogen. Dann könnt ihr nämlich überhaupt nichts machen. Zack! So, meinen Bogen werde ich sowieso auch gleich da drin brauchen. Ja, was machst du denn da? Du kannst auch nicht wirklich weit zielen, ne? Hast denn nicht so ein cooles Falkenauge wie ich? Okay, zurück. So. Hier sind ja verdächtigerweise ziemlich viele Ballblins, nämlich. Da sind noch welche. Alter, wie deren Augen in der Nacht doch immer glühen. Wollen wir wohl Angst machen hier? So, hier, zack, voll in den Rücken. Dir voll ins Gesicht da vorne und deinem Kollegen auch voll in die Brust geschossen. So, waren das jetzt alle? Na, ich glaube, das waren alle. So, hier müsste jetzt irgendwo Groger sein. So, warte mal. Wo ist der Typ jetzt? Groger? Ich brauche mal kurz meine Lampe. Ich sehe gerade überhaupt nichts. Wo ist denn der? Ist irgendwo hier draußen? Oder? Nee, ich glaube, der ist doch hier in diesem Tunnel drin. Das Dorf, das du suchst, liegt direkt vor dir. Die Ältesten nennen es auch das vergessene Dorf. Aber pass besser auf, irgendwie riecht es hier nach Ungeheuern. Es ist eine Meute von jenartigen Kreaturen, die sich ab und zu in einen starken Anführer anschließen, Siedlern überfallen. Schätze ungefähr 30, oder? Nein, höchstens 20 sind es. Ich vermute, sie waren ein paar heimatlose Halunken, die sich dann in diesem Dorf niedergelassen haben. Na gut, mit dem Monster bist du sicher fertig, oder? Du musst sie alle erledigen, sonst ist die Person, die das Mädchen gerettet hat, verloren. Und wenn du wissen willst, wie du die Kerle besiegen kannst, schnapp sie dir, bevor sie dich entdecken. Alles klar? Gut, alles klar. Wir wissen Bescheid. Und jetzt geht gleich die Action ab. Seht euch das an. Das ist das vergessene Dorf. Sieht aus wie in so einem Wild-West-Film, ne? Wie so ein Western-Film. So, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon anfangen müssen, aber ich glaube, noch nicht wirklich. So, die Geisterseele müsste normalerweise eigentlich da oben auf dem Balkon sein. Die ist aber doch noch nicht da. Dann kommt die leider erst, wenn ich hier alle, alle muss ich umbringen. Alle muss ich abknallen mit dem Bogen.
jetzt geht's hier los. 20 von den Typen. Und jetzt spielt sie gerade so eine geile Wildwesten-Sieg. Ich finde, das ist so geil. So, Achtung. Hä? Hat er mir überhaupt nichts ausgemacht? Da dann eben so in your face. Es ist eh egal, ob sie man trifft sie einfach schon mit dem Bogen. So. Kann sich doch nicht hinter Fenster verstecken hier. Zack! Alle voll durchs Fenster durch und getroffen, ist runtergefallen. So, da kommt doch einer, zack. Also hier ist das Falkenauge endlich mal richtig super nützlich. So, nur noch 16. Da oben sind ja welche. Wir müssen versuchen, dass man hier die Fässer explodieren lässt. Bam! So, Double Kill. Doppelbonus. Aber irgendwie, es werden nicht immer alle getroffen. Bam, so, vor der Tür ist auch weggesemmelt, so nur noch 12. Also wie gesagt, die Geisterseele ist dann da oben, auf dem Balkon, aber die kommt leider doch erst raus, wenn ich die Typen alle abgemurkst habe. Oh, und Leute, hier gibt es später noch so ein richtig beschissenes Herzteil. Das dümmste Herz in dem Spiel, wie ich es immer gerne nenne. Aber auch erst etwas später. So, nur noch 9. Ne, nur noch 8. Tja, die anderen, die verstecken sich schon etwas besser. Obwohl, ne, Blödsinn, da oben ist ja auch noch einer. Hätte ich ja fast nicht gesehen, Typi, da oben. Aber ich kann so schön zoomen. Und zack! Alter, und boom, runtergefallen. So, jetzt sind es noch 7. In den Häusern verstecken sich halt auch welche. Aber die Musik ist trotzdem cool. Da, 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 da. Wo sind die Ballblins? Da ist einer! Zack! Daneben! Ja, hast du dir so gedacht? So, nur noch 5. So, Leute, und seht mal, hier ist der letzte Stein, wo wir den Wolf rufen können. Endlich haben wir den gefunden, aber... Erstmal kümmere ich mich um die verbliebenen 5 Typis. Oh, da schießt ja noch jemand auf mich. Achso, da oben. Fies, Mann. Du oller Sack. Haha, so. Da waren es nur noch 4. Kann mich natürlich auch hier hochziehen. Ich sagte, ich kann mich hier hochziehen. Link, halt dich gefälligst fest, du Trottel. Ah, festhalten. So, hochziehen. Gut, da oben war jetzt einer drin. Hier drüben, ah, da ist auch noch einer. Versteckt sich voll in seiner Seitengasse. Da ist noch einer beim Fenster. Aua! Mann, wieso sehen die mich immer gleich? Fick dich da vorne. So, der beim Fenster war jetzt... Mensch, Fenster-Typi, so hier. Gut, nur noch 2. Wenn der jetzt fällt, ja, noch 2. So, wo... Ah, da unten. So, der letzte. Wo ist der letzte? Der letzte Typi. Wo ist der? Ist der auch hier drin? Da natürlich, da oben. So, na, das jetzt kriege ich dich, ey, du Arsch. Jetzt reicht's. So. Und ich hab's geschafft. Das war der letzte. Die Bestien, ihr Heulen hat aufgehört. Hast du etwa... Der Retter, du bist gekommen, uns aus unserer Not zu helfen. Bitte vergib mir, dass ich dir nicht die Tür geöffnet habe. Ich bin Impas, eine Bewohnerin dieses Dorfes. Ich wurde nach der altehrwürdigen Erbauerin dieses Dorfes benannt. In diesem vergessenen Dorf lebte einst das Volk, das der königlichen Familie diente. Aber jetzt ist es verfallen und du siehst ja selbst, dass in diesem Ort die schrecklichsten Dämonen ihr Unwesen treiben. Entschuldige bitte, du sagtest, dein Name ist Link, nicht wahr? Oh, ich ahnte es schon. Du hast dem jungen Mädchen geholfen, nicht wahr? Ach, wie schön. Als sie hier gefangen war, hat sie mir immer Mut zugesprochen, gesagt, du willst bestimmt kommen, um mir zu helfen. Selbst als ich ihr half, aus diesem Dorf zu flüchten, machte sie sich noch Sorgen um mich, alte Frau.
Aber ich warte hier auf königlichen Befehl hin auf das Erscheinen einer bestimmten Person. Unter keinen Umständen kann ich mich diesem Befehl widersetzen, das Dorf verlassen. Würdest du ihr das hier bitte zurückgeben? Sie gab mir, alter Greisin, es, obwohl es ihr so viel daran lag, dass sie es immer bei sich trug. Du erhältst Ilias Halskette. Die Alte, die Ilia gerettet hat, trug sie als Talisman. Ein wichtiger Schlüssel zu Ilias Erinnerungen. Ich glaube, es hat mich die ganze Zeit beschützt. Bitte, gib es ihr unbedingt zurück. Ja, was sagt man dazu? Ein altes Großmütterchen lebt als einzige Person noch hier in diesem Dorf, weil sie noch einen Befehl hat, hier auf jemanden bestimmten zu warten. Und das ist echt krass. Wer zur Hölle soll das denn da sein? Das ist voll so ein Steckbrief irgendwie. Wie viele Rubine sind das? Eine... Oh Gott, wie viel ist denn der Typ wert? Holy moly. Ja, es ist wirklich so ein Wildwestdorf. Und sie ist wirklich die Einzige, die hier lebt. Ich weiß nur, in ihrem Haus sind noch ziemlich viele Katzen drin. Und mit denen muss ich dann später echt noch ein Minispiel machen. So, ich weiß gar nicht, kann ich mich jetzt hier irgendwo verwandeln? Weil mitten sagt da meistens, ja, da ist jemand und du kannst das nicht. Ja, hier. Du willst dich hier verwandeln? Wieso? Die sieht mich doch gar nicht. Das ist auch so bescheuert. Ich muss echt aus dem ganzen Dorf rausgehen. Weil sonst sieht die mich. Ja, ich weiß, ihr glaubt mir jetzt vielleicht nicht, aber guckt euch das jetzt mal an. Ich stehe jetzt... hier. Die kann mich nicht sehen. Ja? Kann sie nicht. Nicht an dieser Stelle. Und trotzdem... Du willst dich doch nicht wirklich vermeiden. Damit würdest du nicht die Leute nervös machen. Hallo, es kann mich keiner sehen. Verarschen. Okay, so, jetzt muss ich... Ich muss trotzdem noch einmal raus und rein und dann ist hoffentlich jetzt endlich mal die Geisterseele da oben. Die muss ich mir unbedingt ganz schnell holen, bevor wieder Tag ist. Aber an sich haben wir alles, was wir brauchen. So, okay. Ist jetzt die Geisterseele da oder ist sie nicht da? Die ist ja immer noch nicht da. Warum? Das gibt's doch nicht. Es ist doch Nacht. Ja, Leute, dann keine Ahnung. Da kommt die leider doch erst später raus. Der blöde Geist müsste eigentlich genau da oben sein. Auf dem Balkon hier. Wenn man sich hier nämlich irgendwo hochziehen kann... Irgendwo, ich weiß es auch nicht mehr so genau wo, oder überhaupt. Auf jeden Fall ist hier halt die letzte. Sie ist halt leider, naja, okay, dann aber wenigstens das mit dem Stein mache ich auf jeden Fall. Wir müssen ein allerletztes Mal den goldenen Wolf beschwören. Alles, was hier vergraben ist, haben diese Monster irgendwo mitgehen lassen. Wenn du etwas brauchst, grab's einfach raus und nimm's mit. Achso, naja, hier können wir so ein bisschen Geld ausgraben. Aber darum geht's mir jetzt eh nicht wirklich. Ich will endlich die allerletzte okkulte Kunst lernen. Oh Gott, geht's eigentlich noch länger? Alter, das ist ja viel zu lang. So, mach noch mal. Mach noch mal. Oder wie war denn das jetzt? So, wir lauschen das so. Mitte unten, Mitte oben, unten, oben, Mitte, nochmal oben und dann, okay, also da dazwischen ist noch einmal oben. Alter, ist das lang, dieses Lied. Ooh.
sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Und ihr seht schon, ein allerletztes Mal erscheint der Goldene Wolf direkt vor dem Eingang zu Schloss Hyrule, direkt vor dem Haupttor. Und ich würde sagen, am besten auch direkt mal dorthin und sich die okkulte Kunst abholen, weil dann haben wir endlich alle. Hier können wir jetzt eh nichts mehr machen, wir müssen ja dann nach Kakariko zurück und die Halskette Ilia geben. Aber, wie gesagt, ein ganz kurzer Abstecher zurück in die Stadt kann nicht schaden. Ich will die letzte okkulte Kunst haben und wenn ich die jetzt schon habe, ist das eh besser, ne? Also, ganz schnell dorthin. Aber dann kommt leider der Geist mit der Geisterseele doch erst etwas später raus. Da muss ich wohl doch noch was tun. Ist irgendwie blöd, aber wie gesagt, genau an der Stelle wäre der Geist normalerweise, aber da er noch nicht da ist, kann es nur bedeuten, dass ich da noch vorher was erledigen muss. Egal, jetzt holen wir uns unsere letzte okkulte Kunst, haben, das ist sowieso die beste von allen. Deswegen lernen wir die auch erst als letzte. Und dann habe ich auch diesen Teil des Spiels zu 100% abgeschlossen, alle okkulten Künste gelernt. Und ich bin so froh, dass ich von dem Typen schon längst das Herzteil habe. Das war ja das teuerste Herzteil im ganzen Spiel, 1000 Rubine spenden, aber das habe ich zum Glück schon lange erledigt. So, jetzt einfach nur hier lang gehen und dann sind wir auch schon da. Zeit ist gekommen. Dies ist die siebte und letzte okkulte Kunst, die ich dich lehren werde. Diese letzte okkulte Kunst ist eine äußerst geheime Technik, die den ganzen Mut desjenigen verlangt, der sie ausführt. Bist du bereit, diese okkulte Kunst zu erlernen, die nur ein wahrer Held meistern kann? Ja, klar. Also gut, aber zuvor, zeig mir noch einmal, ob du die Riesensprungattacke, die ich dich beim letzten Mal gelehrt habe, beherrschst. Also los, greif mich an! Sehr gut, du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann, die letzte okkulte Kunst. Die Riesenwirbelattacke. Du beherrschst die Wirbelattacke, eine der Basistechniken des Schwertkampfes. Nun, da du zahlreiche okkulte Künste gelernt hast und den Geist deines wahren Helden besitzt, kannst du die Macht der Wirbelattacke verstärken. Aber du kannst diese Kraft nur aufbringen, wenn du voller Lebensenergie bist. Also dann, greif mich mit deiner Wirbelattacke an. Eine hervorragende Technik. Ich sage es dir noch einmal, wenn du keine volle Lebenskraft hast, kannst du diese Technik nicht verwenden. Vergiss das nie. Damit hast du dir die letzte okkulte Kunst, die Riesenwirbelattacke, erlernt. Du hast die Riesenwirbelattacke erlernt. Wenn du bei voller Lebenskraft eine Wirbelattacke ausführst, hat diese mehr Effekt. Nun hast du alle okkulten Künste gelernt. Zwar wurde ich als Held geboren, aber der Nachwelt konnte ich nie mein Wissen vermitteln. Endlich habe ich dies nachgeholt. Du, der du zahlreiche Kämpfe überstanden hast und mit klarem Blick in die Zukunft schaust, hast die Macht, aus diesem Hyrule wieder das von den Göttinnen gesegnete Land zu machen, das es einst war. Adieu. Geh hin und zieh mutig in den Kampf, mein Sohn. Das war mega geil. Endlich haben wir die letzte okkulte Kunst gelernt, die Riesenwirbelattacke. Das sind jedes Zelda braucht sowas, ne? Also, hier jetzt nochmal okkulte Künste.
Letzte Kunst, jedoch nochmal extra da, Riesenwirbelattacke. Führe mit voller Energie eine Wirbelattacke aus, B halten und loslassen oder den linken Stick im Kreis drin und B drücken. Geht halt nur, wenn wir volle Energie haben, aber dafür ist die wirklich mega krass stark. Also die wird gegen sehr viele Feinde auf einmal natürlich dann wirklich super effektiv sein. Jetzt haben wir sie endlich alle gelernt. Angefangen haben wir mit dem Fangstoß. Dann kam die Schildattacke dazu, der Rundumhieb, als nächstes der Helmspalter, dann auch eine meiner liebsten Techniken, das Blankziehen. Gut, Riesensprungattacke ist jetzt nicht so mein Fall, aber die Riesenwirbelattacke, die ist einfach, die ist richtig spitze. Die werde ich oft einsetzen, wenn ich denn überhaupt die Möglichkeit dazu habe, ne? Ist ja nicht so. Gut, und das bleibt uns jetzt eigentlich auch für immer erhalten. Hier der Geruch von Medizin, es war das letzte Mal, dass wir als Wolf noch irgendeiner Spur folgen mussten. Wenn auch nicht sehr lange. Und ja, es fehlen immer nur noch 11 Geisterseelen, so viele sind es gar nicht mehr, aber immer noch ganze 25 Mivas-Stempel. Das wird noch ein Weilchen dauern, bis ich da alle 50 zusammen habe. Und irgendwann kümmere ich mich natürlich auch noch um das Fangbuch. Da sind ja gerade mal nur 2 Fische drin, Grünkiemer, Dunstforelle, den Rest muss ich mir auch noch fangen. Goldinsekten habe ich wenigstens alle. Darauf bin ich auch sehr stolz. Das war jetzt auch nicht so mega schwer zum Glück, aber es hat gedauert, bis ich da das eine bekommen konnte noch, das letzte Insekt. Und, Alter, die Barriere ist so krass, die macht sogar ein eigenes Geräusch. Ziemlich laut, deswegen möchte ich jetzt ehrlich gesagt lieber hier weg. So, warten und zurück nach Kakariko. Und keine Sorge, ich habe natürlich jetzt nicht vergessen, mich über den Typen noch ein bisschen auszulassen, noch mal auf ihn einzugehen, auf diesen goldenen Wolf, der eigentlich ein Ritter ist, wenn man so will. Also, es wurde viele Zeit lang rumgerätselt, wer das eigentlich wirklich ist, wer das mal war, als er noch gelebt hat. Da haben sich viele Fans immer wieder den Kopf zerbrochen, es gab diverse Theorien und irgendwann mal hat Nintendo selber, ich weiß nicht, ob es Shigeru Miyamoto oder Eiji Aonuma war oder irgendwer anderer von Nintendo, irgendwer hat dann halt wirklich mal offiziell bestätigt, dass es sich bei diesem geisterhaften Ritter, der uns diese okkulten Künste alle beigebracht hat, doch tatsächlich um den Helden der Zeit handelt. Also quasi um den Link aus Ocarina of Time. Das ist schon richtig geil. Und diese letzte Sache da, wo er gesagt hat, dieser letzte Satz, wo er gesagt hat, ja, geh mutig von dann und zieh in den Kampf, mein Sohn, haben natürlich viele dann früher gedacht, oh, ist das sein Vater oder so? Und nein, das ist halt jetzt nicht Links Vater, aber es ist zumindest sein Vorfahre. Und ich finde das so geil. Es gibt ja in Twilight Princess an sich schon viele Anspielungen auf Ocarina of Time, alleine die Zitadelle der Zeit, ne, wo wir das Masterschwert her haben, in unserer Zeit hier eine verfallene Ruine und in der Vergangenheit noch richtig schön intakt und ein kompletter Dungeon, ist einfach nur geil und jetzt eben der Typ, ne, also es ist tatsächlich Link. Vor allem, er hat ja auch nur so gesagt, er konnte nie sein Wissen der Nachwelt vermitteln, weil er einfach zu früh gestorben ist und er hat ja auch nicht mal, er hatte nicht das Aussehen von einem erwachsenen Link, der jetzt irgendwie als Geist hier so rumirrt, nein, der hat das Aussehen eines Stahlfassritters. Und da gab es ja immer so eine Legende unter den Kokiri, dass es immer hieß, ja, jeder, der das Dorf verlässt, der wird jetzt nicht unbedingt sterben, sondern der wird dann irgendwie eben in so einen Stahlfass verwandelt. Und das ist bei ihm dann scheinbar irgendwann mal der Fall gewesen. Er hat es nämlich nicht geschafft, Navi zu finden. Das war der eigentliche Grund, warum er ja in Majora's Mask dann zu einer neuen Reise aufgebrochen ist, weil da stand ja zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund, das soll ja Navi gewesen sein. Und da ist er halt dann eben nach Termina gekommen, in dieses Paralleluniversum, wie auch immer. Und danach war er dann wieder zurück und er hat ja Navi dort nicht gefunden. Er hat dann irgendwie immer weitergesucht und keine Ahnung, in seiner Verzweiflung muss er dann irgendwann, er ist wohl nie aus diesem Wald mehr rausgekommen, wurde dann zu einem Stahlfassritter. Also er hat eigentlich ein ziemlich, ziemlich trauriges Ende genommen, ein ziemlich trauriger Tod, wenn man so will. Er war früher mal ein Held und hat ganz Hyrule gerettet und dann hat sich keiner mehr daran so wirklich erinnert und er ist dann einfach in Vergessenheit geraten. Und sein Wissen, was er früher mal als Held der Zeit erreicht hat, das konnte er nie jemandem vermitteln. Ja, weil er selber keine Kinder nicht so wirklich, weil wir wissen ja durch diesen ewigen Zeitraum,
Kreis hier diesen, da wird ja der Held immer wiedergeboren. In aller Ewigkeit wird er wiedergeboren, wie wenn halt die Welt ihn am meisten braucht und deswegen, naja, ich glaube, das müssen die meisten Sailor-Fans eh wissen. Ich wollte es nur trotzdem mal gesagt haben, bevor jetzt einer sagt, hey, du hast dich ja gar nicht irgendwie, hast ja gar nichts zu dem Typen gesagt, zu dem Ritter, und hab ich wohl. So, und jetzt zeigen wir Illy noch schnell ihre Halskette und dann kann ich eigentlich auch den Part wieder schön beenden. So, Illia, ich bin wieder da und ich habe etwas für dich. Look at this! Ich, du, wir kennen uns, nicht wahr? Ich erinnere mich, es roch nach Gras. Das war vor langer Zeit, wir waren beide noch Kinder. Du warst immer an meiner Seite. Link, du bist es. Das hier wollte ich dir vor deiner Abreise geben. Link, ich hoffe, du wirst es mögen. Du erhältst die tönerne Flöte. Illia hat es sie für dich und Epona angefertigt. Lege sie auf Y und X oder R, um Epona zu rufen, wenn du im Freien unterwegs bist. Ich warte hier auf dich. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Link, du erinnerst dich doch an diesen Stab aus den Wolken, von dem ich dir erzählt habe, oder? Weißt du, es ging dabei eigentlich um einen Herold der Wolken, der einen Stab bei sich hat. Diese Alte, die mir geholfen hat zu fliehen, hat mir davon erzählt. In der Heimat dieser Frau wird seit langem etwas aufbewahrt, das der Herold der Wolken braucht, und sie wartet auf sein Erscheinen. Es handelt sich um etwas, das nur dem Herold der Wolken, der einen Stab trägt, ausgehändigt werden darf. Deshalb konnte ich die Alte auch ihr Dorf nicht verlassen. Link, hast du denn keine Ahnung, wo dieser Herold der Wolken, der einen Stab bei sich trägt, sein könnte? Der steht vor dir. Oh, ich finde das gerade so schön. Endlich hat sie sich nach so langer Zeit wieder erinnert. Sie weiß wieder alles, wer wir sind und was sie schon mit uns erlebt hat und alles. Und wir haben jetzt tatsächlich den letzten Gegenstand hier im Inventar drin. Hier war die ganze Zeit ja am Platz frei, die tönerne Flöte. Illia wollte sie dir schenken. Lege es auf Y, X oder R, um Epona herbeizurufen. Das klappt wirklich überall. Außer wenn wir jetzt im Dungeon drin sind, wir müssen schon im Freien sein. Aber wir brauchen jetzt nicht mehr irgendwie nach diesem speziellen Flötengras zu suchen, darauf zu spielen. Das müssen wir nicht mehr extra suchen, sondern wir können jetzt immer sofort Epona rufen, egal wo wir sind. Und dann kommt sie auch direkt. ZL Flöten? Ne, jetzt hier bringt das jetzt nichts. Aber ich finde das trotzdem super praktisch. Und oh, ich finde das gerade so schön. Das ist so, so richtig emotional. Ich meine, die ganze Zeit wusste sie nicht mehr, wer wir sind. Und jetzt ist ihr endlich wieder alles eingefallen. Jetzt lächelt sie auch wieder und jetzt geht sie wieder gut und alles. Und ach, das ist richtig schön. So, hast du noch irgendwas zu sagen? Ach, übrigens, Link, in den Katakomben unter dem Herrlichtum ist gerade ein Bekannter von Thelma. Er ist wohl hier, um die riesige antike Statue da unten zu besichtigen. Jo, ich weiß nicht, ob wir noch mal ganz kurz mit Iago sprechen sollen. Machen wir einfach mal. Bin mir nämlich nicht sicher, ob er jetzt anders reagiert, wo wir Illia jetzt geholfen haben. Das kann sein. Steinstatuen, Worte, die das Siegel lösen, ein Stab aus den Wolken, ich verstehe irgendwie gar nichts mehr. Illias Erinnerungen sind unser einziger Hinweis zu dieser Stadt in den Wolken. Link, kannst du nicht irgendetwas unternehmen?
Oh nee, okay, gut, es geht mit ihm leider immer noch nicht weiter. Nee, da müssen wir tatsächlich nochmal zurück in dieses Dorf, wo jetzt eben, wo wir die alte Frau gerettet haben. Jetzt hat Ilia ihre Erinnerung ja wieder zurück, ne? Und das heißt, im nächsten Part geht's noch einmal in das vergessene Dorf. Na gut, was heißt einmal, eigentlich sogar mehrmals. Ich brauche dort unbedingt noch diese eine Geisterseele und dann kann ich dort, wie gesagt, noch ein Herzl bekommen, was verdammt umständlich und schwer und irgendwie total blöd auch zu bekommen ist. Das dümmste Herzl im Spiel nenne ich das immer ganz gerne, weil das ist echt total bescheuert. Ich glaube kaum, dass wir das hier irgendwie anders gemacht haben im Remake. Und die Fans werden bestimmt wissen, welches Herzl ich meine. Also, da muss ich jetzt nicht extra irgendwie ins Detail gehen. Ihr werdet bestimmt wissen, welches gottverdammte Herzl ich da im vergessenen Dorf meine. Es gibt auch dort nur ein einziges Herzl zu bekommen. Und das ist ja so blöd. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal bei Twilight Princess HD. Es ist noch lange nicht vorbei. Es geht nochmal zurück ins vergessene Dorf. Und ich meine, logischerweise sind wir dieser Herold aus der Wolke. Ich meine, hallo, wir haben den Stab ja dabei. Den müssen wir ihr nur noch zeigen und dann wird sie auch checken, dass wir das sind. Also was Link schon alles ist, der ist nicht nur ein Held der Hyrule retten, sondern nein, der ist auch noch ein Herold aus den Wolken. Also, das ist schon, ja, der hat hier einige Titel jetzt sich verdient, der liebe Link, hat er auch schon einiges vollbracht und so. Aber das war noch nicht alles. Bis wir wirklich die letzte Spielscherbe finden, dauert es immer noch ein bisschen. Also das wird noch so ein paar Parts dauern, bis wir da dann endlich hin können in den Dungeon, wo wir die letzte Spiegelscherbe finden, hoch oben in den Wolken, wie auch immer wir da überhaupt hinkommen sollen, wir wissen es ja noch nicht einmal, aber das wird sich alles noch aufklären. Also bis zum nächsten Mal bei Twilight Princess HD, Leute. Ciao! Du warst immer an meiner Seite. So krass. So scheiße. Das ist so bescheuert. Meine Güte. Mann, das muss ich nochmal neu vertonen. So wieso muss sie das sagen? Wieso? Alter. Wieso noch Gras? Ich verstehe das nicht. Es roch nach Gras. Wieso ist das so bescheuert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Wieso? Es roch nach Gras. Die übelsten Hippies. Alter, voll am Kiffen oder was? Alter, die macht mich fertig. Die macht mich echt fertig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh bitte, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, Bayern.